Ein kleines Extra-Video, um Geld rauszuschmeißen. Die Recall-Case, sie ist seit ein paar Tagen da. Sie kostet jetzt nur noch 5,50 Euro. Ich habe 100 Euro alleine für die 20 Kisten ausgegeben. Ja, wirklich, also 100 Euro für 20 Kisten. Und nochmal 50 Euro für die Keys. Wäre halt hammer nice, wenn du jedenfalls ein Like da lässt. Ja, oder vielleicht sogar überlegst, den Kanal zu abonnieren. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ja, das ist so ein Geben und Nehmen, würde ich sagen. Und wir bimmeln jetzt das Knife hier rein. Okay? Es gibt kein Knife, ich weiß. Es gibt nur Gloves. Das goldene Symbol. Das ist eine Feder, deswegen passt das zur Recall. Ja, ist ja okay. Wir gucken mal, wie es wird. Also, die ersten 10 Kisten waren eine Katastrophe. Wir haben einmal die Kiss Love gezogen. Der Rest war eine, ja, war einfach wack. Ich habe viel Negativkommentare bezüglich der AK gehört von anderen Leuten, die die Kiste aufgemacht haben, was mich sehr irritiert hat. Und ich habe gesehen, dass der Preis der Print Stream extrem hoch gehandelt wird und die der AWP gar nicht. Ach komm. Was auch irgendwie so ein bisschen irritierend für mich ist, aber ich meine, ich bin ja nicht der Markt, ne? Was soll ich machen? Hier mal zu gucken. Es. Okay, einer ist nur da, aber trotzdem 1,5, ja. Und hier haben wir StatFN 700. Also wirklich, die wird sehr viel eher negativ gehandelt als die Printstream. I don't know. Geht ihr damit konform? Also sagt ihr auch eher so, ja, die AK ist Müll, die USP ist das beste Item hier und so weiter? I don't know. Naja. Sei es drum. Wir werden jetzt 20 Stück öffnen. Ich hoffe, dass ich jedenfalls ein bisschen Glück habe dafür, dass ich so viel Geld jetzt ausgegeben habe, wieder mal für die Kisten. Meine Hoffnung ist, warum ist das eigentlich nicht irgendwie, warum fadet das nicht oder so? Also warum ist das einfach nur ein Sticker? Alter, die verpassen so viele vernünftige oder gute Möglichkeiten. Alleine, dass die Kiste auch irgendwie kein Special hat. Die hat nix. Also generell die Cases, weißt du? Ich rede jetzt hier generell von allen Kisten. Warum haben die nicht irgendwie ein Special? Warum glitzern die nicht hier ein bisschen oder so? Die können doch alles machen. Warum machen die nie was? Okay. Okay. Welcome back in einer katastrophalen Condition. 042, wie beim letzten Mal auch, ne? Wellworn. Wo ist sie denn? Ach, die hab ich die... Ja, ich hatte die übrigens... Ja, ne? Ja, ich hatte sie direkt verkauft. Ich hatte sie direkt verkauft, was auch echt ein smarter Move war, denn ich habe dafür tatsächlich noch das Geld gekriegt, was da gehandelt wurde. Und das war ziemlich hoch dafür, dass es ein well-worn Pinkskin ist. Aber ja. Lass mir das mal, ne? Ja, einer von den beiden Redskins würde mich auf jeden Fall gut dastehen lassen. Wahrscheinlich sogar besser als Gloves. Aber hey, goldenes Symbol nehmen wir natürlich immer. Da bin ich nicht so. 0,0899 Minimal Wear Stadtrack. Warum sind hier stinknormale Gloves drin, ey? Das hätte echt eine gute Kiste werden können. Gott, reg mich das auf. Mal gucken, ob wir die Kiste noch häufiger öffnen in nächster Zeit. Wahrscheinlich eher nicht. Also nicht für 4 Euro. Ich denke mal, wenn das Ding unter 1 Euro fällt oder so, dann ist das etwas, was vielleicht interessant für mich wäre. Aber ansonsten erstmal nicht. Aber hey, wir haben immer noch mal 20 Stück, ja. Und vielleicht kriegen wir ja hier unser Schmankerle. Vielleicht aber auch nicht. Was habe ich jetzt gemacht? Ja, okay, lassen wir meine Haare einfach mal. Wie viel ist sie wert? StatFN 336, na siehst du? Ich meine, das ist jetzt auch, ne? Aber hier, Minimum wäre 187. Noch sind die Preise nicht. Aber hey. Könnte noch werden. Come on. Lass mich nicht hier im Stich mit einer. Come on, StatFN. Es ist nicht FN, wie man hier sieht. Oh, das. Ich hoffe, es ist viel testet. Ich hoffe, es ist viel testet. Es ist der Track. Es ist viel testet. Okay, weißt du was? Dafür gibt's einen Clap. Dafür gibt's einen Clap. Oh, 70 Euro, 70, 80 Euro. Not bad. Ha? Huh?
Ich finde die echt nicht so schlecht. Warte mal. Huch. Hallo? Ging das so? Seit Ewigkeit nicht mehr gespielt. Ist. Die ist doch echt nicht schlecht, oder? Ich möchte nicht an meinem Geschmack zweifeln, deswegen, wir gehen mal ingame und gucken uns die AK einfach mal gemeinsam an. Ich glaube, ich habe meine Skins nicht auf High Resolution, obwohl ich gar nicht mehr spiele. Deswegen könnte ich das sowieso machen, um ehrlich zu sein. Aber soll's. Gott, wie kauft man da nochmal alle ein, ey? Okay, ich meine, es ist nur viel testet. Aber die sieht doch gar nicht so schlecht aus, oder? Nee, ich finde die vollkommen okay. Ja, ich finde die vollkommen okay. Ich finde, die sieht ganz cool aus. Oh, naja. I don't know. Okay. Viel testet, haben wir jetzt gezogen, kostet ungefähr einen Huni. Okay, das ist übertrieben. Kostet ungefähr 80 Euro. Ich denke mal, ich werde die Marke reinstellen, denn ich denke, die Preise werden noch sinken. Ich hoffe, das bleibt nicht unser einziger positiver Skin heute. Ich meine, wie viel ist das hier? Aber das sind, glaube ich, auch noch ein paar Euro. 12 Euro. Denn die Print Stream ist natürlich ein Objekt, was die Leute traden wollen. Und dementsprechend werden natürlich die Pinkskins auch relativ hoch gehandelt. Gerade Star Trek Pinkskins. Und alles mit Minimal Wear und aufwärts dürfte einiges wert sein. Da der Preis noch fallen wird, werde ich wahrscheinlich tatsächlich einfach die Skins weiter verkaufen. Da ich, glaube ich, sind wir ganz ehrlich, jetzt noch am meisten damit machen werde. Schade. Wir werden gleich ein oder zwei Blue-Trade-Ups machen und dann mal gucken, ob wir noch zu einem Pink-Trade-Up kommen oder so. Wir haben aber leider nicht wirklich Purple-Skins. Come on. Also ich kann mich schon zufrieden geben damit. Also ich kann definitiv schon mich glücklich schätzen, dass ich die AK gezogen habe. Come on. Drei Stück haben wir noch. Come on. Gib mir jedenfalls nochmal einen Purple Skin oder so. Come on, Recall Case. Wenn du mir schon keine Red Skins geben willst, dann mal eine Menge Pink. Okay. Letzte Kiste. Wie gesagt, gerne ein Like da lassen, nicht vergessen, falls ihr von dannen ziehen solltet. Ich mache aber jetzt gleich noch ein, zwei Trade-Ups. No. Das war nix, aber trotz dessen war das jetzt nicht schlecht. Also die Skins, die wir bekommen haben, waren akzeptabel. Machen wir so. Trade-Up. Ja, Stat-Track. Ja, das ist natürlich ein bisschen kontraproduktiv. Machen wir trotzdem. Kriegen keinen neuen Skin. Reicht nicht ganz. Aber vielleicht kriegen wir jetzt auch nochmal einen neuen Purple Skin. Nix anderes drin? Nee. Ja, okay. Gut, dann machen wir jetzt einen Trade-Up mit den Purple Skins. Oh, what? Ah, ich habe die auch verkauft. Ich hatte die auch verkauft, smart wie ich bin. Okay, gucken wir mal, ob wir einen Pink Skin bekommen. 20%? No. Okay, haben wir nicht bekommen. Die hier werde ich verticken. Genauso wie die. Ja, genauso wie die. Sort of. Denke ich. Trotzdem war es eine gute Folge. Also wir haben ein bisschen Damage Control gehabt. Wenn ich jetzt mit dem da wieder rausgehe, dann sind wir ungefähr bei nur noch 100 Euro Verlust, weil durch die ganzen Fees und so weiter. Also wenn ich jetzt die hier verkaufe für, damit wir sie loswerden, 67, kriege ich halt 58 Euro. Es ist, also die Preise, also ja, will ich, also ja, lassen wir das einfach mal Raum stehen. So werde ich sie schnell los. Und die Sort of sind hier nochmal 11. Dann machen wir das einfach mal für 10. Fofo 20.
Und dann haben wir ein bisschen wieder was drin. Ich glaube, das ist okay, sofern ich die verkaufen kann. Aber ich denke mal schon, dass es passieren wird. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, würde mich sehr freuen. Und bis zum nächsten Video. Ich wünsche euch viel Glück, falls ihr Kisten öffnen solltet. Aber wartet am besten mit der Recall. Das lohnt sich auf keinen Fall. Tschüss.